Da sind wir wieder bei Baphomets Fluch, dem Director's Cut in der Live-LP-Aufnahme. Hier wollen wir hin und wollen mit diesem, mit gelber Farbe oder Eidotter oder beidem, übertünchten Mann reden. Entschuldigen Sie, könnten Sie mir helfen? Was ist? Ich hätte da ein paar Fragen. Reden wir über Gips. Ich habe noch etwas Stuckgips. Erstaunlich. Reden wir über das Bild. Haben Sie diesen Mann schon mal gesehen? Ja, er hat mir eine ganze Menge Fragen gestellt, genau wie Sie. Mhm, Kahn ist also hier. Zeigen wir ihm das. Haben Sie sowas schon mal gesehen? Aber ja, das ist ein Kommunionskelch. Mhm. Muss ich wissen, müssen Sie wissen, war mal Messdiener. Also ist... Ja, ich. Was ist so komisch da dran? Nichts. Ja. Ein öliges Tuch. Kommen Sie damit nicht zu nah an meine Zigarette, Monsieur. Oder es könnte eine Verpuffung geben. Die gute Caro Kitty hat sich gestern durch Sword Art durchgequält. Ich glaube, sie meint gequält. Ich bin ziemlich sicher, dass der Shake and Shock sich in Syrien entladen hat. Ach, schade. Ach ja, endlich konnten wir ihn benutzen, aber wir müssen natürlich jedem das hier zeigen. Ich habe einen Hebel für Kanaldeckel. Mhm. Ich habe mal in der Kanalisation gearbeitet. Ah, cool. Ja, wie war das? Ich habe in der Methanblase meine Zigarettenpause gemacht. Oh, oh. Ein Gullideckel landete auf dem anderen Szeneufer und ich wurde gefeuert. Oh. Und? Hat hier vielleicht ein Typ rumgeschnüffelt, der sich Moalin nannte? Hatte der so ein T-Shirt an, wo drauf stand, mein Name ist übrigens Morlin? Das bezweifle ich stark. Wie zur Hölle soll ich dann seinen Namen wissen, wenn ich ihn nur sehe? Okay, jetzt reden wir über dich. Sie machen das ja ganz prima. Danke, ich habe schließlich auch meinen beruflichen Stolz. Ich glaube, ich habe noch nie jemanden getroffen, der eine Gauloise so formvollendet rauchen konnte. Das ist eine natürliche Begabung. Das war sarkastisch gemeint von mir. Das war gleichgültig gemeint von mir. Darin sind Sie auch sehr gut. Danke, vive la différence. George hat seinen Meister gefunden. Tja, und was machen Sie hier so? Pause. Ja, ja, ich meine, wenn Sie die Pause beendet haben. Eine Pause beenden? Was für eine interessante Vorstellung, Monsieur. Sie müssen da wahrscheinlich erst mal drüber nachdenken. Ich werde noch eine Zigarette rauchen, während ich dieses neuartige Konzept durchdenke. Vielleicht auch noch morgen. Ja, ist eine gute Einstellung, die kenne ich. Okay, formulieren wir das mal anders. Zu welchem Zweck wurden Sie engagiert? Um die archäologische Ausgrabung im Untergeschoss dieses Gebäudes von Schutt freizuhalten. Und um kleine Schäden an den Torrahmen mit meinen kleinen Farbpinselchen wegzutupfen. Eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe. Unglücklicherweise bin ich kein sehr verantwortungsvoller Mensch. Und was wissen Sie über die Ausgrabung hier? Ich weiß zum Beispiel, dass die mich nicht reinlassen, damit ich meinen Job erledigen kann. Ich würde mich ja bei meiner Gewerkschaft beschweren gehen, aber... Sie haben sich nie die Mühe gemacht, beizutreten. Stimmt. Aber ich sag Ihnen was. Ich finde es erstaunlich, was für Leute sich alles für diese Ausgrabung interessieren. Aha, wer interessiert sich denn da so alles für? Was ist denn so Ungewöhnliches an den Besuchern hier? Keiner davon sieht für mich wie ein Archäologe aus. Wissen Sie denn, wie ein Archäologe auszusehen hat? Ein dreiteiliger Anzug, Aktenkoffer aus Krokodilleder, Rolex. Aber so zieht sich doch kein Archäologe an. Genau, Monsieur, ganz genau. Also, wer ist das? Wen interessiert das, solange die mein Gehalt zahlen? Was sagt Ihnen das Wort Tempelritter? Tempelritter? Tja. Nichts? Nichts. Gut, mit dem haben wir ein sehr interessantes Gespräch geführt. Au revoir, Monsieur. Gehen wir doch mal. An dem kommen wir nicht vorbei. Hier haben wir auch nicht mehr. Gehen wir doch mal da rein. Mhm. Da kommen wir raus. Das gucken wir uns an. Der Flur steht voller alter Teekisten, Kartons und so weiter. Alle leer und uninteressant. Dann schauen wir uns die mal genauer an. Der Flur führt zu einer alten Abstellkammer, die ihre Tür verloren hat. Da ist nichts Interessantes drin. Ja, das Wichtigste an einem Archäologen ist auch natürlich, dass er alles, was irgendwie archäologisch sein könnte, kaputt macht. Ein Wächter steht an der Tür, von der ich annehme, dass sie zur Ausgrabungsstätte führt.
Er sieht ganz schön großspurig aus. Naja, eigentlich nicht schön, nur großspurig. Dann reden wir doch mal mit dem großspurigen Herrn. Hallo? Entschuldigen Sie? Oui? Guck mal, ich hab Gips. Ich habe diesen Gips aus Irland mitgebracht. Mhm. War nicht gerade ein aufregendes Souvenir. Guck mal hier. Haben Sie diesen Mann schon mal gesehen? Oh. Haben Sie? Non. Mhm. Ich habe... Mir fällt ein, es wäre recht dämlich, ihm den Kelch zu zeigen. Er könnte ja auch zu der Verschwörung gehören und das wollte ich lieber nicht riskieren. Oui? Sie haben... Das starke Verlangen zu singen. Möchten Sie mitmachen? Non. Hier drinnen wird nicht gesungen. Nie wird irgendwo drinnen gesungen. Schauen Sie mal, ein Lappen mit Schminkeflecken. Ein Lappen. Ah, davon habe ich schon immer geträumt. Ah, cool. Wenn Sie mir den geben, dürfen Sie auch durch diese Türe reingehen. Wirklich? Natürlich nicht. Bin doch nicht bescheuert. Was soll ich mit dem Schmuddelfetzen? Oh. Das ist keine gute Idee. Schade. Gucken Sie hier. Das hier ist ein Werkzeug, um in die Kanalisation zu kommen. So, so. Ja, ja. Erkennen Sie diesen Namen wieder? Voilà. Non. Dann reden wir doch mal über ihn. Was genau machen Sie eigentlich hier? Ich stehe auf Wachposten. Soll ich Ihrer Meinung nach lieber Schafe scheren? Für zum Beispiel. Immer mit der Ruhe. Ich kann doch nicht wissen, dass Sie Wache stehen. Naja, es ist ziemlich offensichtlich, aber... Nun ja, was soll's. Reden wir weiter über ihn. Dürfte ich bitte erfahren, was Sie hier bewachen? Das ist geheim. Es ist nicht zufällig eine archäologische Ausgrabungsstelle. Ist das eine Frage oder eine Feststellung? Eine Feststellung. Warum fragen Sie dann? Ich hatte so ein Gefühl, als wäre das hier kein normales Loch im Boden. Was wissen Sie über die Tempelritter? Es entsteht eine lange Pause, während der Wachposten überhaupt nichts sagt. Dann antwortet er... Nichts? Überhaupt nichts? Ist das irgendwie ein Test? Wie? Sowas wie eine Klassenarbeit in Geschichte? Nein, eher wie ein Test. Okay, ja, es ist ein Test. Oh, dann weiß ich absolut überhaupt nichts über die Tempelritter. Nochmal. Der Posten ist erstaunlich ausweichend. Um an ihm vorbeizukommen, wird etwas mehr als nur guter Wille nötig sein. Ja, dann müssen wir mal wieder etwas tun. Später noch. Au revoir, Monsieur. Gucken uns mal, gehen mal durch diese Tür oder machen diese Tür auf. Eine geschlossene Tür. Das Wort Toilette ist in das billige Furnier geritzt. Diese Tür ist abgeschlossen, Monsieur. Ich möchte mehr über diese Tür hören. Hallo, ich bin's wieder. Was gibt es? Ich möchte gerne in den Waschraum, aber die Tür ist abgeschlossen. Oh, kein Problem. Hier ist der Schlüssel. Danke. Wie wir letzte Woche gelernt haben, George kann nicht selbstständig hier das benutzen. Nein, das müssen wir so machen. Aha. Gucken wir uns mal hier um. Erstmal... Hier. An der Wand hängt ein automatischer Händetrockner. Boah, anmachen. Ich habe nicht vor, meine Hände hier zu waschen, also brauche ich sie auch nicht zu trocknen. Dann guck hier rein. Oh Mann, dreckige Seife, wie schaffen die das bloß? Nimm die dreckige Seife, die brauchen wir. Guck oh sie Mann, dir an. Dreckige Seife, wie schaffen die das bloß? Benutze Seife hiermit. Die Hähne sind verrostet, oh Mann. Die Dichtung am Kaltwasserhahn scheint hin zu sein. Das tropft nur so ins Becken. Benutzt das mit Gips. Das kann ich nicht. Oh Mann, okay. Dreckige Seife, wie schaffen ja, ja. Das bloß? Wir probieren noch mehr. In Kelch. Das kann ich nicht. Oh gut. Mann, dreckige... Mit dem öligen das Lappen. Kann ich nicht. Nein, oh okay. Mann, dreckige... Mit dem Shake and das Shot. Kann ich nicht. Oh Mann, dreckige Seife, wie schaffen die das bloß? Und jetzt natürlich hiermit. Das kann ich nicht. Oh Mann, ja. Dreckige Seife, wie schaffen die das bloß? Vielleicht mit dem Schlüssel? Vielleicht kann ich ja einen Zweitschlüssel von dem hier herstellen. Ah, so geht das Rätsel. Der Schlüssel hinterlässt in der Seife einen deutlichen Abdruck. Ja. Auf der Seife ist der Abdruck eines Schlüssels zu bewundern.
Ja, genau, und da hat sich die Audioqualität einmal kurz geändert, weil die noch Sätze einfügen mussten. Den Gips zu behalten war eine gute Idee. Das gibt's ja gar nicht. Mit dem Gips im Abdruck bin ich auf der richtigen Spur. Ich habe den Schlüsselabdruck in der Seife mit trockenem Gips gefüllt. Ja. Ohne den Gips anzufeuchten, kannst du keinen Abdruck machen. Aber nasser Gips allein macht noch keinen Abdruck. Genau. Jetzt benutzen wir es hiermit. Ich benutze den Trockner, um die Sache zu beschleunigen. Aber ich glaube, die Schlüssel... Naja, es hat eine Zeit gedauert, aber dafür habe ich jetzt auch einen völlig unecht aussehenden Gipsschlüssel fabriziert. Ja. Viel zu zerbrechlich, um ihn in einem Schloss umzudrehen. Ich muss ihn gegen den echten austauschen. Ah, okay. Das Problem ist, er sieht nach Gips aus und nicht nach Metall. Aber andererseits hat diese Gipsstatue in Syrien ja auch nicht wie Stein ausgesehen, bis ich sie ein wenig künstlerisch nachbearbeitet habe. Vielleicht könnte man den Schlüssel ähnlich verschönern. Genau, neues Audio, das gab es im Original nicht und er weist uns auf dieses Rätsel. Vielleicht doch nicht. Hiermit, mit der Kohle. Ernsthaft, guck ich dir das will mal keine an. Kohle. Du willst keine Kohle? Das Ding fühlt sich richtig heiß an. Es scheint wegen großer Nachfrage auf ziemlich hohen Touren laufen zu müssen. Da gucken wir natürlich auch rein. Bei so einem komfortablen Waschraum wie diesem wünschte ich mich sehnlichst auf die schönen Toiletten in Syrien zurück. Da wird ziemlich gute Ordnung gehalten. Zumindest bevor ich wie ein Vandale dort gehaust habe. Naja, ist ja alles für einen guten Zweck. Okay. Wie können wir den wohl... Okay. Gucken wir mal. Was können wir denn alles mit dem Schlüssel machen? Vielleicht doch nicht. Ah ne, wir wollen ja auch den Schlüssel. Können wir die halt? Nein? Den konnten wir hier nicht. Gut. Das ging ja nicht, ne? Gut. Und den zuerst hiermit? Okay. Vielleicht doch nicht. Den mit noch? Nein? Hier vielleicht mit dem Kanalöffner? Vielleicht doch nicht. Ich weiß auch... Achso, du willst hier wahrscheinlich dich auf der Toilette einschließen, ne? Haben wir denn hier noch etwas, was wir machen können? Grübel. Das ist eine sogenannte Tür. Gehen wir doch da durch. Was ist das hier eigentlich? An der hinteren Wand hängt ein Telefon. Aha. Und was ist das? Ein Thermostat ist über dem Radiator angeflanscht. Der Radiator pumpt Hitze in den Raum, weil das Thermostat ganz bis zum Anschlag aufgedreht ist. Kein Wunder, dass es hier drin warm ist, obwohl durch die offene Tür die kühle Herbstduft hereinzieht. Ich kann mir nicht ausmalen, was ich erreichen könnte, indem ich daran drehe. Das war ein Telefon, nicht wahr? Darf ich mal das Telefon benutzen? Bedienen Sie sich. Ich bin hier angestellt, um diese Türe zu bewachen. Das Telefon kann auf sich selbst aufpassen. Hallo, Nico? George, was hast du herausgefunden? Noch nichts. Nichts? Stimmt etwas nicht? Nein. George, warum rufst du mich dann an? Oh, kein bestimmter Grund. Ich wollte nur mal deine Stimme hören. Ach ja? Dann hör mal gut zu, wie meine Stimme dir sagt, stör mich nicht, ich bin beschäftigt. Oh. Gehen wir mal hier hoch. Hey, Monsieur! Hauen Sie nicht mit meinen Schlüsseln ab! Hallo, ich bin's wieder. Was gibt es? Aber heiß haben Sie es hier drin. Ich muss die Türe immer offen halten, damit die Arbeiter rein können. Warum also nicht? Ich habe die Heizung hochgedreht. Sie könnten sich warm anziehen. Wenn's kalt wird, habe ich ja meine Handschuhe dabei. Aber warum, wenn's sowieso warm ist? Ja. Hier sind Ihre Schlüssel zurück. Vielen Dank. Merci, Monsieur. Wir sehen uns später noch. Au revoir, Monsieur. Der wird sich noch wundern.
Da. Können wir das... Der macht ja eh nichts. Mal so machen. Hey, Monsieur! Finger weg von meinem Farbeimer! Okay. Das will ich aber auch gemeint haben. Einfach an fremder Leute Farbeimer rumzufummeln. Hm. Gut. Der lässt uns nicht. Können wir das hier rum... Können wir jetzt hier was dran drehen? Ja, genau. So. Jetzt, natürlich, wo er uns gesagt hat, dass er eine Frostbeule ist, geht das. Ich drehe die Heizung ab und warte. Jetzt werden seine Hände kalt. Wie erhofft, sieht sich die Wache die Handschuhe an. Hm. Nico, kannst du den ablenken? Collard? Hallo Nico, ich bin es. Hallo George, was gibt es? Ich bin bei der Ausgrabung, aber die lassen mich nicht rein. Mist, wir müssen wissen, was es da drin gibt. Keine Bange, ich habe einen Plan. Ich brauche aber deine Hilfe dafür. Okay, was soll ich tun? Ich möchte, dass du jemanden eine Weile ans Telefon fesselst. Wen? Einen Anstreicher. Ich muss mal an seinen Eimer ran. Oh, okay. Bleib dran, ich hole ihn. Hm. Hep. So. Nico, hallo, ist ja immer für eine Ablenkung gut. Was ist? Am Telefon. Da ist ein Anruf für Sie. Für mich? Sind Sie sicher? Eine Frau dran. Klang ziemlich heiß. Was für eine Frau? Das muss ein Irrtum sein, Monsieur. Sie fragte nach dem Bild von einem Mann mit den Nikotinfingern, dem der Arsch halb aus der Hose hängt. Klingt eindeutig nach mir. Treten Sie zurück. Kann doch die Lady nicht auf ihr Bild von einem Mann warten lassen. So, jetzt können wir das natürlich da reintun. Und wieder runtergehen. Und nochmal mit ihm reden. Oh la la, Monsieur, was für eine merkwürdige Frau. Sie machte mich völlig an. Und dann plötzlich nichts als wüste Beschimpfungen. Klich? Oui, Beschimpfungen. Naja, ich habe da noch eine Zigarette zu beenden. Und Monsieur, wenn sie nochmal anruft, ich bin beschäftigt. Ja, ja. Und ich hätte gern nochmal die Schlüssel. Hallo, ich bin's wieder. Was gibt es? Ich müsste nochmal auf die Toilette. Ich müsste nochmal auf die Toilette. Was, schon wieder? Ich habe da ein medizinisches Problem. Wie detailliert soll ich es denn noch erläutern? Ist schon gut, hier haben Sie den Schlüssel. So, dann gehen wir nochmal auf die Toilette. Die Tür ist verschlossen. Ach, George. Oh, du bist reingekommen. So, jetzt können wir aber die tauschen, oder? Jetzt habe ich den nachgemachten Schlüssel gegen den Schlüssel zur Ausgrabung ausgetauscht. Das Ding sieht echt aus, aber es fühlt sich irgendwie falsch an. Ist doch egal. So. Der hat Handschuhe an, wie du merkst, und deshalb bemerkt er es nicht. Ich bin's wieder. Was gibt es? Tada. Ich halte den Atem an und hoffe, dass er den Austausch nicht bemerkt. Hier sind Ihre Schlüssel zurück. Vielen Dank. Merci, Monsieur. Bis dann. Wir sehen uns später noch. Au revoir, Monsieur. Und nun? Der Flur führt zu einer alten Abstellkammer, die ihre Tür verloren hat. Da ist nichts Interessantes drin. Mhm. Tja. Würde ich sagen, können wir auch nochmal Nico fragen. Vielleicht kann die den ja ablenken. Nicht, dass wir wieder nachts irgendwo warten und dann bricht Nico ein. Hi Nico, ich bin's schon wieder. Habe ich mir gedacht. Was willst du diesmal? Was hast du zu dem Maler gesagt? Das wiederhole ich lieber nicht, George. Hör mal, ich muss einen Wachposten aus dem Weg haben. Könntest du anrufen und ihn bitten, dir nochmal den Maler zu geben? Okay, ich rufe gleich zurück.
Ich mag Nico. Von hier aus kann ich in aller Ruhe zusehen, wie sich die Dinge entwickeln. Warum willst du das denn sehen? Hey, du. Telefon für dich. Was? Wer ist dran? Woher soll ich das wissen? Wer bin ich denn, dein Sekretär oder was? Es ist nicht zufällig eine Maus, oder? Doch, ist eine Frau. Gehst du dran oder nicht? Sie hat eine warme, sinnliche Stimme wie geschmolzene Schokolade. Ja, ja. Sie hat eine wirklich sexy Stimme. Jetzt beweg dich schon. Ich rede nicht mit ihr. Ja, das sehe ich. Du verschwendest ja lieber deine Zeit, indem du mit mir redest. Oh, du verstehst mich nicht. Ich will nicht mit ihr reden. Du willst nicht? Willst nicht? Ich vergeude hier meine kostbare Zeit und du... Das ist doch lachhaft. Deine Zeit und kostbar. Du stehst den ganzen Tag nur rum. Ich habe einen extrem verantwortungsvollen Job hier. Komm mir nicht mit, ha! Du elefantöser Dumbatz, mein Job ist wichtig. Unmöglich. In dem Fall hätten die ja wohl jemand Kompetenten engagiert. Was soll das heißen? Stattdessen haben sie einen abgewrackten Mietbullen wie dich dahingestellt. Nur Epauletten, aber kein Hirn. Oh, du Verfluchter. Das sieht so aus, als ginge es noch eine ganze Weile so weiter. Die Gelegenheit ist einfach zu günstig, als dass ich sie ungenutzt verstreichen lassen dürfte. Und hier mache ich für die Zuschauer zu Hause wieder einen kurzen Cut. Bis gleich!